Hallo Freunde der magischen Karten, herzlich willkommen zurück in der Arena. Mein Name ist Jan und ich bin euer Gamer Viking und heute habe ich für euch ein Deck, das nenne ich Bloodthirsty Ajani. Und warum ich das so nenne, erzähle ich euch jetzt. Es ist ein schwarz-weißes Blood-Deck. Ja, Orzhov, wie fast immer, ich bin ja ein großer Fan von schwarz-weißen Decks. Diesmal allerdings im Gegensatz zu dem letzten Deck, was ich euch vorgestellt habe, findet ihr oben, in der linke ich euch rein, das Vampire-Deck von Sorin, ist diesmal zwar auch Sorin mit vertreten, aber die Main-Spielmechanik dreht sich diesmal um Ajani und im Speziellen um die Pride Maids, weil wir haben eigentlich alle Pride Maids und sozusagen quasi Pride Maids, die es gibt zurzeit, also natürlich den originalen Ajani Pride Maid. Wir haben aber auch den fliegenden schwarzen Ajani Pride Maid, das ist der Bloodthirsty Aerialist. Ja. Auch ein Vampire aus dem M20 Core Set. Und wir haben natürlich, und hier kommt der Clou, hier kommt Ajani Strength of the Pride. Und was kann der als minus 2 Ability? Ist neue Ajani Pride Maids erschaffen. Wir haben also, ja, theoretisch ein Endless Supply von Ajani Pride Maids. Und was braucht man, wenn man Ajani Pride Maids spielt? Ist natürlich Life Gain, Life Gain, Life Gain. Wie kriegen wir das hin? Wir haben einen Ajani's Welcome dabei, weil Ajani's Welcome triggert ja bloß, wenn man Kreaturen spielt. Wenn man da irgendwie ja einen Engpass hat oder irgendwie ja der Supply nicht so richtig stimmt. Oder man irgendwie Mana ja, geblockt ist oder sowas. Dann ist es viel angenehmer, wenn man was hat, was in jedem Turn Leben erzeugt, Life Gain macht. Und das ist hier der Fountain of Renewal. Kostet auch nur einen, so wie der Ajani's Welcome. Macht aber, wie gesagt, dauerhaft ein Life Gain und hat noch eine andere Ability, und zwar für drei und ja, wir können ihn auch opfern und eine Card drawen. Das ist ganz nice. So, also, Ela's Hawk Life Gain, Ajani's Welcome Life Gain, Fountain of Renewal Life Gain. Ja, hier nochmal auch noch eine Special Ability, Angel of Vitality, macht halt noch mehr Life Gain, aber ändert jetzt an der Geschichte nichts. Ja, Resplendent Angel auch nur zum Füller, weil der lohnt sich immer. Und ja, also Life Gain, Life Gain, Life Gain. Und dann halt die Pride Maids hier. Ein bisschen was zum Füllen noch, Dawn of Hope. Können wir noch mal ein bisschen Card Draw machen, weil Life Gain wollen wir eh die ganze Zeit generieren und haben da halt noch die Chance, irgendwie Mana ein bisschen einzusetzen und eine Karte zu ziehen. Oder wir können halt auch Soldier Creatures erzeugen, falls wir halt Johnny's Welcome noch mal triggern wollen oder was. Hier ist schon wieder so eine Fliege. Wo kommen die denn alle her? Anyway, Vraska's Contempt, ein bisschen Removal noch, auch Noxious Grasp, halt für grüne und weiße Decks, auch ganz gut, ist halt ein bisschen preiswerter, müssen wir mal ausprobieren, wie das funktioniert, und ansonsten halt Sorin, weil Sorin ist einfach fett, Sorin läuft, dealt ein Damage, gibt allen Lifelink, die auf dem Feld sind, ich würde sagen läuft. Ansonsten haben wir noch auch die Skirt Barons dabei, macht auch Life Gain, weil man halt das Land spielt, ist super cool. Ja, ein paar Isolated Chapel, Godless Shrine, nichts Besonderes, habe ich alles. Ah ja, Knight of the Evil Legion, auch nur, weil ich den so geil finde. Also, der passt nicht so richtig in die Spielmechanik, aber der ist halt an sich schon so stark. Vor allem mit dieser 3-Mana-Ability, ich werde einfach zum 3-3er mit Death Touch, weil kann man vorne, hinten und sonst wie spielen. Und halt, wenn man die triggert, dann erzeugt der ja schon 4 Schaden, und bei 4 Schaden kriegt er halt noch einen Counter oben drauf, und dann denkst du, boah, läuft. Also, was will man mehr? Das war's eigentlich. Das ist die Spielmechanik, die Spielidee, und ich würde sagen, wir steigen einfach rein. Los geht's. Viel Spaß. Ready, Evandro. Evandro, willkommen. Ich habe mein erstes Opfer gefunden. Nein, wir werden sehen, wie das Bloodthirsty Ajani Deck hier, was es taugt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, aber ich habe schon so ein paar Testrunden gemacht und es läuft einfach. Also, weil die Kombos, also das ist halt super abgestimmt eigentlich. Und wir haben halt noch ein paar fliegende Engel dabei, läuft auch immer. So, was haben wir hier auf der Hand? Wir haben Skirt Barons, können wir schön live gehen, triggern. Uns fehlt so ein bisschen, ja, Healer's Hawk ist dabei, Knight of the Even Legion. Ja, also ideal ist es nicht, aber es geht auch schlimmer, wir behalten es einfach. Die Frage, wir werden mit dem Hawk anfangen, hauen das Plane raus, hauen den Hawk raus, sind dann so ein bisschen geblockt, weil das Good Barons kommt ja dann getappt, da ist noch ein zweites Planes. Ja, wir spielen einfach mal los.
Rascal Scumrail hier. Piratendeck oder was? Mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall ein schwarzes Mana. Das wäre ideal jetzt. Und, schwarz-blau. Mhm. Muss ich mich auf Sword Erasers gefasst machen oder nicht? Nein, wir wollen nicht blocken. Wir wollen ja Live-Gain haben nachher. Wir haben schon mal Ajani Pride Mates. Strength of the Pride, sorry, auf der Hand. Hilft uns zwar noch nicht, kann aber dann helfen, die Pride Mates rauszupumpen, weil genug weißes Mana hätten wir ja jetzt. Also wir könnten. Also wir sind jetzt eh geblockt. Ich spiele einfach die Barons. Also das ändert jetzt nichts. Spielen die jetzt einfach. Und attacken hier mal. Machen noch einen Live. Dann sind wir wieder auf 20. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt am günstigsten spielen. Wir werden auf jeden Fall den Knight jetzt rausbringen. Oder den Engel. Der Engel, der verschafft uns ja nochmal extra Life. Dann können wir ihm das mal ein bisschen so vorspielen, dass wir ein Engeldeck sind oder sowas. Was wir ja nicht sind. Wir haben ja eine andere Spielidee, aber wir kommen noch nicht dahin, sie zu spielen, weil unsere Starthand halt nicht ideal war. Rune Raider. Kriegt ein Submerged Boneyard. Isolated Chapel. Okay. So, wir hätten jetzt 3 Mana. Könnten den Engel rauskloppen. Könnten aber auch den Knight spielen. Und halt potenziell hier... Ich glaube, ich spiele lieber den Knight. Obwohl das Mana-mäßig nicht so richtig ideal ist. Ich spiele den Engel. Ich lasse ihn mal ein bisschen mit den Engel rumspielen. Und blocken kann er ja eh nicht. Und jetzt kriegen wir halt 2 Leben, weil Angel of Vitality halt noch plus 1 da drauf sitzt. Ist auch nicht schlecht. Bin ich ja gespannt, wie er darauf jetzt reagiert. Kommt da noch ein Pirate oder sowas? Nein, er geht einfach voll drauf. Und wir machen aber auch nichts. Raskas Contempt ist auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten können wir gleich Ajani spielen. Dann den Pride Mate raushauen und mit dem Healer Talk angreifen. Oh, nein, können wir nicht mehr. Können wir nicht mehr. Das hilft uns hier gar nicht. Das ist jetzt eine tote Karte. Ne? Pride Mate. Oder den Knight. Ich nehme an, wir müssen hier in den Siren Reaver reintraden, dann als nächstes. Schwierige Entscheidung jetzt. Für mich. Wir könnten auch Vaskas Contempt, aber will ich eigentlich. Oder. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich spiele Ajani, danach ist er weg, ne? Aber ich hätte einen Pride Mate. Ich spiele den einfach mal sehen, was er da macht. Ajani wird jetzt sicherlich gleich den Geist aufgeben, obwohl wir eigentlich... Wir greifen nicht an, sondern schauen wir mal, wie er jetzt darauf reagiert. Er will ja jetzt auf jeden Fall Ajani wegkriegen. Kriegt er auch. Shit. Er nimmt den Engel raus. Gut, aber das macht ja nichts. Können wir mit dem Healer's Hawk reingehen? Blocken, live erzeugen, Ajani pumpen und Ajani bleibt auch da. Cool. Das gefällt mir. Godless Shrine ist dabei. Jetzt ist die Frage. Wir könnten Knight of the Eben Legion. Also wie kriegen wir jetzt hier Life Gain hin? Gar nicht, ne? Doch. Creatures you control plus the number of planeswalkers you control. Also spiele ich noch einen Ajani. Erstmal den Knight raus.
Dann gehen wir auf plus 1, glaube ich. Holen uns 3 Leben. Pumpen den Ajani. Und... Raskas Contempt braucht 2 Schwarze. Spielen noch das. Zahlen 2 Leben. Und greifen einfach mal an. Ja. Ich würde jetzt einfach mal angreifen und schauen, was er macht. Er will hier bestimmt blocken. Weil er schon sieht, er riecht das schon, wie der Ajani gleich noch viel größer wird. Und er weiß ja auch, dass wir 4 Mana zur Verfügung haben. Er will nicht blocken. Das ist auch gut. Dann gehen wir da voll Full House. Cool. End Turn. Und der Knight steigt mit einer 1-1 Marke auf. Weil wir ja 4 Schaden erzeugt haben. Das ist geil. Das ist geil. Das ist auch eine schöne Synergie wieder. So, da bin ich ja mal gespannt. Der mördert jetzt rum. Ja, da müssen wir zulassen. Tut mir leid. Das ist schade. Aber greift jetzt auch noch den Ajani an. Noch ein fliegender Vogel. So. Nur mit dem Rune Raider? Nein, er muss mit 2 gehen. Eigentlich müsste er mit 3 gehen. In case. Ja, aber er will nicht. Oh. Doch nur mit einem? Nein, doch mit 2. Wollte schon sagen. Aha. Er geht auf richtig Nummer sicher. Das ist schön. Dann pumpen wir mal den Ajani weiter. Und minus 2. Und da ist ein Sorin. Ich fasse es nicht. Jetzt können wir ja hier was zurückholen. Den Knight. Und den Healer's Hawk oder den Engel? Das sind 3. Das sind 4. Und ich kann nur eine. Holen wir den Engel, um auch in der Luft zu blocken, ne? Würde ich sagen. Obwohl der... ich würde lieber einen... Ich spiele ihn erstmal. Ich hole, glaube ich, den Knight. Minus 1. Oder den Hawk. Nee, den Knight. Und dann greifen wir wieder an. Er kann ja nicht blocken. Und wir haben Lifelink jetzt. Geil, Alter, das ist so nice. Der Ajani pumpt sich selber. Und er gibt seinen letzten Flieger auf. Geil. Cool. So macht es Spaß. Geht nur mit grün und weiß. Leider. Und wen verlieren wir? Den Ajani. Den hätte er vorhin schon mal loswerden sollen. Pass. Gut, verlieren wir ihn auch wieder. Schade, schade, schade. Na, aber mit dem Knight kann ich halt jetzt immer schön, den kann ich jetzt immer schön pumpen. Wir haben noch ein Plane. Das hilft nicht so sehr. Wir gehen einfach mal auf Angriff. All attack, yes. Und
machen wieder 4 Schaden. Gehen das Land noch raus. Und werden wieder ein bisschen größer. Ja, nächste Runde ist dann schon fast soweit. Bei uns sieht es nicht ganz so gut aus, weil er kann einfach noch schön blocken. Ja, und da kommt der Exclusion Mage. Schade. Wenigstens nicht exiliert oder sowas, sondern zurück auf die Hand. Das ist schade, dass hier dieser Noxious Grasp uns gar nicht hilft jetzt bei diesem Matchup. Und jetzt geht er natürlich voll rein. Wir haben noch genug Life Points. Wir können das eigentlich ganz gut aushalten. Wir sind jetzt auf 12. 12 zu 4. Wir bräuchten eigentlich mal ein bisschen Card Draw oder sowas. Aber ja, wird nichts. Und er ist raus. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Hat er sich selber abgeschossen? Ha! Super cool. Okay, das war Match 1. Würde ich sagen, läuft. Auf in die zweite Runde. Lizard Butt. Lizard Butt. Hm. Manche Leute haben auch die geilsten Namen. Ja, Founder of New ist dabei. Healer's Hawk ist dabei. Und der Aerialist auch. Wir haben ein schwarzes Mana. Und können aber eigentlich ganz gut reinstarten mit dem Hawk. Renewal, Engel. Ja, behalten wir einfach. Lizard Butt. Welcome. Ja, steigen wir ein, so wie gesagt. Healer's Hawk. Creature raus. In Turn 1. Gegen Grün. Ramp up. Oh, da ist noch ein Engel. Das ist nicht schlecht. Wir spielen Godless Shrine und bringen den Tapped, weil läuft. Weil wir können. Ich nehme. Ja, ich nehme einfach die. Das Leben mit. Er wird den eh tappen, nehme ich an. Wir brauchen jetzt noch das zweite schwarze Mana, können aber auch erstmal mit. Relfight. Mit den Engeln überleben, so. Könnten gleich Angel of Vitality spielen. Oder Resplendent Angel. Beide zusammen wäre natürlich nice. Hier ist das zweite schwarze Mana. Sehr gut. Bringen wir den Aerialist raus. Den spielen wir raus. Das ist unser erster Ajani. Der Flying Ajani in Schwarz, so wie ich ihn nenne. Ist richtig nice. Finde ich richtig gut, die Karte auch. Schöne M20-Karte. Bei mehr Hexproof. Wir kriegen das Leben. Wir pimpen den Aerialist. Wir spielen. Oh, jetzt wird's schwierig. Resplendent Angel. Und gehen aufs Ganze. Kriegen wir in der nächsten Runde wieder noch einen Counter oben drauf und können dann gleich mit dem. Er hat kein Anti-Air. Wenn er jetzt nicht eins von unseren Creatures removed, dann kriegen wir im nächsten schon den ersten Token, nehme ich an, ne? Ja. Gain 5 Life. Ah, ne, Gain 5 Life haben wir nicht. Ah, schade. Ich dachte, wir falsch gedacht. Ja, wir machen nicht blocken. Wir haben genug Leben. So ein Lifelink wäre noch ganz gut. So ein Sorin wäre jetzt richtig gut. Noch ein Elf. Uiuiui. Ah, und wir ziehen nur so ein fucking Plane. Gut, aber. Gehen wir einfach rein mit dem Aerialisten, behalten den zurück, obwohl er uns nichts bringt. Wir gehen nur mit dem Engel rein und behalten ihn zurück, um hier ein bisschen zu blocken, zumindest den Zentauren vom Angriff abzuhalten. Ja. Ja, das spielt das Land noch. Drei Flieger.
Das wird ihm langsam auch ein bisschen unangenehm, würde ich behaupten. Können dann im nächsten Zug schon mit dem Aerialisten die Weinmäher blocken. Nissas Triumph. Zieht zwei Länder. Was will er da jetzt noch raushauen für drei Mana? Noch eine Elf. Jetzt wird richtig gerammt. Nee, noch kann ich nicht blocken. No block. Vraskas Contempt. Nice. Das ist schön. Ich kann jetzt eigentlich mit den beiden Engeln angreifen. Vraskas Contempt hilft halt gegen den Weidenmeer nicht. Aber er kann halt auch nicht mehr angreifen dann. Weil der Aerialist halt schön hier blocken kann. Ah, can't be blocked by black creature. Habe ich ganz vergessen. Ah! Nice. Naja, dann nehmen wir den Resplendent Angel, würde ich sagen. Blocken dann im nächsten Turn. So. Hätten ja auch Lethal im nächsten Turn. Also wenn er jetzt nicht removed, dann ist das Ding für ihn gegessen. Er hat der 11 Schaden. Fein Finale of Devastation. Resolve. Ah, ganz schlecht. Mal sehen, womit er jetzt angreift. Ja. Stört mich jetzt noch nicht. Kann ich hier blocken? Und dann übernehme ich. Und dann ist er so gut wie down, ne? Wir noch ein Ajani Welcome spielen und hätten immer noch genug für das Contempt, falls wir hier doch noch irgendwas Bösartiges kriegen. Ja, das war's. Schön. Zweite Runde, zweimal gewonnen, ne? Läuft. Das ist schön. Machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Und da ist auch schon Opfer Nummer 3, Buriki. Bring it on, Buriki. Isolated Chapel, zwei Stück. Ist jetzt nicht der optimale Start, aber mit Fountain und Hawk sind wir eigentlich ganz gut bedient. Dann ist wiederum, ja, bisschen Lücke. Soll ich das nehmen? Ich nehme das einfach. Wir behalten das einfach. Das geht schon. Haben ein, zwei Züge Zeit, genug Mana zu ziehen und vielleicht noch die eine oder andere, ja, Early Bird Karte. Oh, einen Baron noch. Und aber auch tappt. Deswegen macht das gar keinen Unterschied. Incubation, gut. Oh, da ist noch ein normales Plane. Das ist schön. Also nehme ich jetzt Hawk und Fountain heraushauen. Und anfangen live zu gainen. Vier grüne Forests. Und den Incubation Druid. Da ist schon einiges drin. Conjurant. Vier Counter. Meine Güte. Isolated Chapel auf jeden Fall. Und der
Angel, der uns dann gleich mehr Life Points bringt. Ja. So spielen wir das. Wir können gegen den Uden haben wir jetzt gerade nichts, außer halt Wassers Contempt im nächsten, nee, übernächsten Zug erst, wenn da nicht noch ein vernünftiges Mana bei uns rumspringt gleich. Aber wir machen jetzt wenigstens 2 Life Points. Das nimmt so ein bisschen Tempo raus. Alchim, Adapt. Incubation Druid in 3-5. Meine Fresse. Kann der noch? Nö. Godless Shrine. Können wir 2 Life zahlen und Ajani rausbringen? Ja. Dann machen wir uns einen schönen Pride Mate. Und attacken mit dem Hawk. In der nächsten Runde hat der Ajani schon 4-4 durch den Fountain. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Ob er jetzt mit beiden auf den Ajani geht. Ich werde vielleicht einfach mit dem Angel blocken, falls er nur einen nimmt. Und jetzt kommt noch ein Conjurant. Uiuiui, jetzt muss ich langsam Braspas Contempt auspacken. Wir haben den Baron. Wir könnten Braskas Contempt auf den machen. Wir können dann mit dem Ajani angreifen und dem Hawk. Und ja. So machen wir das. Wir könnten uns erst noch einen zweiten Ajani holen. Jetzt den Baron spielen. Raskas Contempt. Ah, nein, Cancel. Spielen wir erst später. Ah, ne, will ich jetzt spielen. Auf den Conjuring. Dann ist ja schon mal aus dem Weg. Ich krieg nochmal Trigger. Ist sehr schön. Wir nehmen so. Und 2 Attacks. Das wird ihn ärgern jetzt. Das war ein richtig guter Zug, finde ich. Vor allem hier auch durch den Baron. Super geil. Finde ich super gut. Gleich nochmal Trigger. Geilomat. 30 Leben. Angel of Utility hat 4-4. Conjuring kann nichts machen. Und der Pride Mate kann jetzt erstmal schön Life Gain noch legen. Und uns fehlt ja auch nur noch 5 Leben, um hier die Nuller-Ability von der Ajani zu triggern. Also das ist noch im nächsten Zug, können wir das machen. Das wird auch geil. Na, hier 2 Leben, 2 fehlt noch 1. Ah, müssen wir doch nochmal im übernächsten dann erst. Was ihm wohl jetzt durch den Kopf geht. Dem guten alten Buriki. Angreifen kann er halt nicht. Okay, Ajani ist raus und die Pyro Helix von Chandra hat hier erstmal einen Schaden bei dem Vitality Angel hinterlassen. Warum auch immer er nicht den Hawk raus haben wollte jetzt. Weil der Lightning Strike natürlich auch noch hinterherkommt. Gut, aber die stört. Also ich meine, der Hawk ist hier das Gefährliche, weil der macht halt den doppelten. Also der macht halt dann nochmal Life Gain. Okay. Wie soll der jetzt helfen?
Wir haben ja noch zwei Hawks. Wenn wir jetzt noch so Sorin ziehen, das wird ja der Wahnsinn. Wir machen so viel Live-Gain. Leider ist der Ajani schon raus. Ich hätte gerne mal diese Nuller-Ability verwendet. Und einfach die ganze Opponents-Board-Seite gecleared. Das wäre nice gewesen. Und? Ich meine, Lethal ist da. Er muss halt blocken. Okay. Ja, wollte ich sagen. Ich hab auch den Ajani hier. Nein, wir wollen nicht blocken. Lassen die 7 zu. Stört uns nicht wirklich. Gainen jetzt noch mehr Life. Trigger. Im nächsten Zug ist der Conjurer wieder raus aus dem Rennen. Wir greifen einfach an. Mit allem, was wir haben. Weil er muss... Warte mal, ich mache 7 Schaden. Er blockt hier, ich mache 1 Schaden. Aber in dem nächsten Zug ist der Conjurant raus. Aber eigentlich, ich meine, was soll er machen? Der macht höchstens 12 Schaden. Na, ich spiele mal defensiv. Ich spiele hier jetzt mal defensiv. Weiß nicht, ob das gut ist. Ich hau auf jeden Fall noch die Hawks raus als Blocker. Könnte ja auch noch eine Karte ziehen. Wollen wir aber nicht. Trigger. Noch ein Hawk. Wir behalten ihn noch einen auf der Hand. Bring noch eine Chapel raus und beenden den Zug. Also dafür, dass wir so viele andere Pride Mates in unserem Deck haben, ja, und hier eigentlich nur Token jetzt liegen, die von dem Planeswalker Ajani erschaffen worden sind. Dem Strength of the Pride. Ja, hat er relativ Glück. Also, ich meine, läuft auch sehr gut eigentlich. Ich meine, ich sehe jetzt nicht, wie er da rauskommt. Also, er muss jetzt halt mit seinem Ujin Conjoint-Typen irgendwas machen. Oder er hat halt so einen richtig schönen Mars-Removal. Oder einen fliegenden Drachen. Ja? Aha. Interessant. Skargan Hellkite. Okay, Resolve. Bin ich gespannt jetzt. Was? Kein Angriff. Der behält. Ja, Trigger. Wir haben noch einen Hawk. Ich bin kurz davor, den Fountain of Renewal zu opfern, um noch einen Card Draw zu machen, weil irgendwie der Godless Shrine hilft uns jetzt nicht. Aber was machen wir? Er kann blocken. Wir werden noch größer. Dann verliert er auch seine Monster. Wir machen es einfach mal. Jetzt hier mit allem... Ah, shit. Falsch geklickt. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Na gut, der Schaden ist jetzt entstanden. Macht jetzt nichts. Hoffe ich. Hoffentlich... Missklick. Ich wollte alle hinschicken. Scheiße. Ah, das ist ärgerlich. Das hätte die Entscheidung sein können eigentlich. Jetzt lasse ich ihm da nochmal irgendwie Raum. Und er weiß nicht, ob er blocken soll. Ich bin so dumm auch. Er überlegt, was ich jetzt habe, ne? Er blockt auf jeden Fall. Ja, next. Bringen wir noch den anderen Hawk. Und machen weiter hier. Das war richtig dumm jetzt von mir. Aber er kann nichts machen, außer er removed jetzt unser Deck. Dann habe ich, also wenn ich jetzt noch hier die Hälfte von meinen Kreaturen verliere, dann habe ich, ja, dann habe ich nichts mehr, womit ich mich verteidigen könnte, womit ich angreifen könnte. Das darf nicht passieren. Und so wie der Opponent gerade überlegt, habe ich auch nicht das Gefühl, dass es passieren wird. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Wir sind gleich schlauer, sobald er seinen Turn beendet hat. Da kommt die Glock. Die Zeit läuft, Kollege. Du hast keinen Timeout mehr. Leute, Daumen gedrückt hier jetzt. Okay, Incubation Druid. Macht nochmal mehr Mana. Was kommt da jetzt? Noch ein Conjurant?
Kann nicht sein. Okay. Die Hellkite Ability. Was macht die nochmal? Mhm. Kecke. Will er nicht. Das habe ich nicht verstanden. Ja, wir greifen jetzt an. Und er gibt auf. Ja, das war klar. Ich hätte halt schon vorher beenden können. Läuft. Drittes Spiel. Dritter Sieg. Das Deck rockt. Next Matchup, Michael Bolas. Wow, wenn sich da mal jemand nicht zu weit aus dem Fenster gelenkt hat. Michael Bolas. Okay, Plains, Hawk, Pride Mate. Sieht gut aus. Wir hätten genug Züge, um Mana und vor allem schwarzes Mana zu ziehen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem obligatorischen Hawk und Pride Mate Startup. Behalten das einfach. Zwei Pride, Strength of the Pride auf der Hand. Sylphurian Void. Wow, das sieht nice aus. Geile Artwork. Jetzt auch noch den. Oh, noch ein Fountain. Das ist ja super. Super gut. Ich bin den Hawk. Hawk, Pride Mate, Fountain. Und noch einer. Oh. Wenn der Ajani überlebt. Ich kann jetzt gleich... yes. Kommt der Ajani raus, der Hawk geht aufs Face und wir machen ein Counter drauf. Sauberst. So, geht weiter. Geil. Ohne irgendwas. Crown of Renewal kommt. Und der kommt auch nochmal. Und der ist nicht Legendary, wir können davon so viele spielen, wie wir wollen. Ha, da kommt der Mörder, das war jetzt zu krass für ihn. Sehr schön. Gut, aber Life Points machen wir halt trotzdem. Und der Aerialist ist ja auch noch auf der Hand. Wir brauchen halt jetzt das schwarze Mana. Das sieht ein bisschen eng aus gerade. Oh, Gottes Schrein. Nein, hilft uns gar nicht. Wir spielen... Tap und greifen einfach noch mal an. Was hat er hier gebracht? Warum ist hier dieser Grafikfehler? Naja. Deal one damage to each opponent, you gain one life. Okay. Okay. Stört uns persönlich nicht so, weil wir ja mehrfach Leben gewinnen. Und jetzt fehlt halt noch einmal schwarzes Mana, um das richtig auszuspielen. Ah, da ist noch ein Pride Mate. Wir discarden eine Karte, und zwar discarden wir einen von unseren Ajanis. Ja. Okay, Land. Ah, noch ein Fountain. Ach, ich bin doch so dumm. Ich kann auf den Aerialisten schon längst spielen. Ach nee, kann ich nicht. Oh, ich wollte schon sagen. Das ist jetzt natürlich ehrlich, weil sich jetzt Ajanis erschaffen wird. Daran habe ich nicht gedacht. Ich brauche ein schwarzes Mana. Ansonsten wird es gleich richtig kritisch. Card Draw ist jetzt in dieser Runde nicht ganz so ideal. Aber da ist ein Knight of the Eben Legion. Den können wir erstmal schön beibehalten. Er wird jetzt hier live gehen. What? Du schießt deine Mörders raus. Das ist besser für meinen Aerialisten. Wenn ich denn irgendwann mal auch schwarzes Mana ziehen würde, meine Fresse.
Leute, 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 jetzt geht's los. Da kommt meine eigene Waffe gegen mich. Ist aber auch super cool irgendwie. Finde ich auch super stark irgendwie. Also ich meine, noch stört das nicht so richtig, weil jetzt die Fountains halt super, super krass halt hier Live-Game machen. Aber ich ziehe einfach kein Mana. Ich bin super Mana geblockt. Ja, geh durch, komm. Und der Jahni wird immer stärker. Das ist so, so, so ärgerlich. Und jetzt kommt auch noch ein Umu. Nice, ja. Friendship is the best cure. Und da ist endlich mal schwarzes Mana. So, spielen wir den Aiere-Listen oder einen Ajani? Und um den Ajani zu spielen, die werden beide sterben. Ich könnte Sorin spielen, um die zwei Ajanis zurückzuholen. Ich glaube, das mache ich auch. Ach nee, ich kann nur einen. Ich kann nur einen zurückholen. Ah. Gut, dann behalten wir den erstmal. Den Pride Maid. Ich spiele den Aiera-Listen. Schon allein, weil der fliegt. Mal sehen, ob er jetzt noch einen Mörder hat. Oder. Der hat auch einen Renewal Fountain. Das sollte ja. Auch nochmal alles. Ja, gut, ist hier nicht der Fall. Aber was hat er gespielt? Ah, DL des Reborn. Ich hasse das. Ich hasse das. Wir brauchen was gegen die Planeswalker hier. Die sind zu stark. Ich glaube, das wird nichts mehr werden hier. Die Starthand war einfach zu. Ja, eng gestrickt. Aha, wie komme ich hier raus? Eigentlich gar nicht, weil Discard a Card ist das nächste. Dann würde ich auf jeden Fall gerne den Sorin haben oder hier den Pride Maid. Auf jeden Fall behalte ich den Plane, damit ich die discarden kann. Dann hole ich mir jetzt den Aiere Listen zurück. Für drei Mana. Yes. End turn. Wir discarden eine Karte. Und sind so gut wie tot, ne? Zehn Zehner Ajani von meinem eigenen Planeswalker erzeugt. Ah, wie ärgerlich das ist. Das ist echt gut hier. Der Elder Reborn, schicke Karte und Ugin in Kombination natürlich super stark. Gut. Ich würde sagen, wir ziehen das nicht länger in die, ja, nicht weiter in die Länge. Das bringt ja nichts mehr. Schön, Michael Bolas. Hast du gut gemacht? Ich würde sagen, noch eine Runde, ne? Fünftes Match. Match Nummer 5 gegen Thiessant. Ich habe keine Ahnung, Leute. Fount of Renewal sieht nicht so geil aus. Will ich auf jeden Fall mulligan. Weil halt nichts für den zweiten Turn dabei ist. Oh, das sieht schon besser aus. Oh ja. Oh yes. Keep. Auf jeden Fall keep. Und wir könnten sogar einen Plane rausschmeißen, weil wir haben Zweier Drop, einer Drop, einer Drop. Einer Drop, ja. Wir hauen das eine Plane raus und hoffen, dass wir noch genug ziehen. So, Plane kommt. Hawk kommt. Auch ein Welcome. Uiuiui. Ah, noch ein Hawk. Das ist hier super geil.
ist ja super nice. Spiele ich den Godless Shrine. Ja, zahle ich auch 2 Leben für. Dann bringe ich den Fountain. Und den Knight. And be done with it. Im nächsten Zug den Ajani. Den Pride Mate natürlich. Was ist das hier? Impassionated Orator. Whenever another creature enters the battlefield under your control, you gain 1 life. Okay, ist auch Life Gain Deck. Das stört mich nicht. Wir machen es so. Wir müssen den jetzt leider behalten, weil wir wieder mal ja, Mana geblockt sind. Wir haben aber einen Aeralisten gezogen. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Noch ein Orator. Okay. Mal sehen, wann ihm der Live-Gain was bringt. Haha, wie cool! Spiele ich halt noch einen davon. Und noch einen davon. Gehe ich schön weit. Und werde mir einen Teufel ziehen, das mit dem Ajani anzugreifen. So ein Mana ist, brauche ich halt noch. Gideon's Company. Oh, jetzt wird's ärgerlich. Eieiei. Ja, die pumpt sich natürlich ein bisschen schneller. Jetzt wäre so ein Contempt nicht so verkehrt, muss ich sagen. Aber ich brauche halt auch das Mana. Was ist das denn? Ah, ich brauche das Mana. Der würde nie angreifen, wenn ich noch eins hätte und den Knight halt Death Touch geben könnte. Jetzt kommen hier noch mehr Live-Game-Sachen. Nice, Alter. Nice, das macht Spaß, Alter. Wow. Ich brauche halt nur dieses eine Mana. Ich werde auf jeden Fall blocken. Ja. Blocken hier, blocken da. Und Block. Godless Shrine. Hey. Ich brauche was, das Content. Und ich muss hier angreifen auf jeden Fall, um den Pride Mage weiter zu pimpen. Ah, das ist schön. Das ist mal Orzhov versus Orzhov und er will seine Company noch weiter pumpen, pimpen. So, dann machen wir so und Block. Ich brauche ein Mana. Ein Mana. Es muss jetzt Mana geben. Ah, das kann nicht sein. Okay. Dann greife ich jetzt nur noch mit einem Hawk an, ja? Das kann nicht sein. Das ist echt ein Mirror-Match hier. Richtig schön. Den Orator habe ich halt noch nicht auf dem Plan gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür habe ich halt die, den Fountain. Ja. Block ich. Muss ich ja. Also ich meine, was bleibt mir anderes? Ich brauche jetzt das Mana. Bitte. Yeah. Das ist geil.
So dreht man das Spiel, Alter. So ist es gut. Das war so krass, Mann. Wow. Da ist Ras. Krass. Und da geht's wieder von vorne los. Und ich hab nix. Noch ein Fountain. Shit. Ah, ich hätte... Ah, scheiße. Ich kann auch Sacrifice a Fountain machen. Krieg ich ins Wort. Jetzt geht das los. Jetzt geht das los, Alter. Ja, muss ich ja machen. Muss ich machen. All those who stand up to evil. I am proud of those who walk beside me. And turn. Ah, schade. Kann ich nicht mehr blocken. Stört mich aber nicht, weil ich schneller wachse, ne? Oder? Nein, mache ich gar nicht. Bin jetzt auf 4-4. Isolated Chapel bringt mir nichts. Ich muss den opfern. Brauche jetzt was ordentliches. Ah, das ist natürlich richtig shit. Das ist richtig shit. Ai. Und ich dachte schon, ich hätte das Spiel gedreht und dann kommt der Kaya's Wrath rein. Jetzt ist Card Draw wichtig und ich habe meine ganzen Fountains aufgebraucht dafür. Und da kommt noch ein Pride Mate und ich kriege 5-5. Oh. Kann ich wenigstens blocken. Hier noch den Godless Shrine. Den können wir tappen rauskloppen. Und wir bleiben einfach mal dabei. Er zieht nach. Shit. Fuck. Jetzt hat er voll den Vorteil. Doppelt Ajani und... Oh. Super nice again. Diese Feast-Karten, also ja, das ist richtig, richtig gut gemacht. Das könnte ich eigentlich auch noch so ein Feast, also die Feast-Karten sind richtig fies und gemein. Die können gut in unser Deck noch passen, das muss ich mir merken. Vielleicht mache ich dann auch nochmal ein Video damit. Weil hier in diesem Matchup ist ganz klar mit Kaya's Wrath. Kaya's Wrath und Feast, das muss ich mir aufschreiben. Kaya's Wrath und Feast. Ja, läuft natürlich. Das ist super nice. Oh yes. Jetzt kommen noch mehr Trigger. Super geil. Da wollen wir auf jeden Fall noch zuschauen. Das ist ja super cool. Das macht mir richtig Spaß, sowas. Es ist so simpel eigentlich, ne? Man muss halt nur, ja, die richtigen Karten in der richtigen Reihenfolge spielen, so wie immer bei Magic. Noch ein Welcome. Spiel weiter. Los, zeig uns noch mehr Trigger. Soll ich einfach blocken, um noch weiter zu sehen? Nein, ne, wir lassen es einfach sein. Das ist zu gut. Das ist richtig schön. Good game, Kollege. Good game. Schön. Ja, gut. 5 Spiele, 4-mal gewonnen. Einmal jetzt gerade im Mirror Match, so quasi Mirror Match verloren. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ihr habt Gefallen gefunden an dem Deck. Wenn ihr noch mehr Decks sehen wollt, wenn ihr ja einfach Spaß an so ein paar Fun-Decks habt, die vielleicht auch ein bisschen competitive sind, lasst einen Daumen da. Ich würde mich super freuen. Subscribe den Channel. Das hilft mir ungemein. Wie ihr seht an den Zahlen unter meinen Videos, fange ich ja auch gerade erst an. Das ist immer super gut. Ich freue mich da riesig, wenn da so ein Daumen hoch kommt, wenn ein Kommentar kommt, wie man das Deck noch besser machen könnte. Ansonsten haut rein.
Ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Erfolg in der Arena, und verbleibe mit den besten Grüßen, euer Gamer Viking. Adios, ciao, ciao.